Hallo zusammen. Jährlich locken verwahrloste Orte, unzählige Adrenalin-Junkies und andere Menschen an, die einfach ihre Neugier stillen wollen. Es hat in der Tat etwas Unheimliches und gleichzeitig Faszinierendes, durch die Korridore eines verlassenen Gebäudes, das seit mehreren Jahren von niemandem bewohnt wird, zu spazieren. Aber keine verfallenen Wohnkranken und sonstigen Häuser können in puncto Gruseligkeit im Vergleich mit Vergnügungsparks standhalten. Denn sie sind wirklich gruselig. All diese quietschenden alten Karussells, die abblätternde Farbe, der Verfall und die Einsamkeit, wohin das Auge reicht. Wir schlagen euch vor, in diese Welt einzutauchen, indem ihr uns auf die Reise durch heruntergekommene Vergnügungsparks auf der ganzen Welt begleitet. Lasst uns loslegen. Nara Dreamland. Dieser verwahrloste Freizeitpark, dessen verwahrloster Anblick so manchen Touristen erschaudern lassen könnte, liegt in Japan. Seine Eröffnung fand im Jahr 1961 statt, aber schon nach 40 Jahren musste er aufgrund niedriger Besucherzahlen und immenser Verluste dicht gemacht werden. Am 31. August 2006 haben sämtliche Parkmitarbeiter und Gäste diesen wunderschönen Ort verlassen und sind nie wieder zurückgekehrt. Bei einem Spaziergang durch dessen Gelände hat man den Eindruck, als ob er über Nacht verödet wäre, da die Attraktion ziemlich gut erhalten und in verfallenen Gebäuden immer noch Greifautomaten mit Spielzeug sowie anderer Technik wie Kaffeemaschinen und ähnliches zu finden sind. Aber mittlerweile wachsen in vielen Gebäuden Bäume und die Attraktionen sind von Ranken und Gras überwuchert. Der Park hat eine enorme Fläche und genau das war der Grund für seine Schließung, weil die Grundstückpreise in Japan sehr hoch sind. Unbefugter Zutritt zum Gelände des Freizeitparks ist seit der Schließung strengstens verboten. Er ist mit einem hohen Zaun mit Stacheldraht umgeben und wird von der Polizei rund um die Uhr bewacht. Und die Ordnungshüter beschränken sich nicht nur darauf, dass sie ungeladene Gäste einfach verjagen, indem sie mit einer Geldstrafe bedrohen. Nein, sie können sogar ihre Feuerwaffen ohne Vorwarnung einsetzen. Erfahrene Besucher dieses Parks empfehlen, diesbezüglich sein Glück nicht herauszufordern, aber wenn man unbedingt eine Adrenalinladung braucht, sollte man am besten entweder einen Zweitagesanbruch oder an einem Tag hierher kommen, an dem es besonders heftig schneit. Wonderland. 20 Meilen östlich vom Zentrum Pekings befindet sich die Ruine eines teilweise fertiggestellten Freizeitparks, der unweit einer verkehrsintensiven Landstraße mitten auf einem Maisfeld liegt. Die Bauarbeiten für diesen Park, der laut ursprünglicher Planung der größte Vergnügungspark Asiens werden sollte, wurden aufgrund von Differenzen, die zwischen den örtlichen Behörden und den Farmern entstanden sind, eingestellt. Es lag schlicht und ergreifend am Geld. Man hat 2008 versucht, das Projekt neu zu starten, aber leider ohne Erfolg. Das Wonderland hat sich inzwischen in einen Gespensterpark verwandelt, der häufig von Horrorliebhabern besucht wird. Allerdings werden sie von den Einheimischen nicht gerade herzlich empfangen. Sie weigern sich sogar, ihnen den Weg dorthin zu zeigen, aber die Touristen finden ihn trotzdem. Denn es ist ziemlich schwer, diesen riesigen Freizeitpark, der inmitten eines Feldes liegt, zu übersehen. Jedes Jahr verkümmert das Wonderland immer mehr. Die Ruinen eines halbgebauten Schlosses sehen sehr gruselig aus. Der Asphalt bekam Risse, die Gehwege sind mit Gras bewachsen und alles ist mit Staub bedeckt. River Country. Im Jahr 1976 wurde Disneys erster Wasserpark unter dem Namen River Country eröffnet. Zu seiner besten Zeit standen hier den Besuchern 6 Wasserrutschen, einen See mit Sandboden, ein unterirdischer Fluss und viele andere Attraktionen zur Verfügung. Viele Leute, die hier gewesen sind, assoziieren diesen Park mit glücklichen Erinnerungen. Am Ende der Saison 2001 wurde der Betrieb im Wasserpark planmäßig eingestellt. Anfang Sommer 2002 hätte er für alle Interessierten seine Türen wieder eröffnen sollen, aber irgendwas ging schief. Weder 2002 noch 2003 noch 2004 ist der Wasserpark zum Leidwesen seiner Fans wieder geöffnet worden. Letzten Endes hat man am 20. Januar 2005 verkündet, dass der erste thematische Wasserpark der Welt für immer geschlossen wurde. Disney hat keine klare Erklärung zu seiner Entscheidung abgegeben, was selbstverständlich für jede Menge unterschiedlicher Gerüchte gesorgt hat. Angefangen bei den Sicherheitsbedenken wegen des zu tiefen Sees und gefährlicher Amöben bis hin zu Machenschaften von Konkurrenten. Aber das Erstaunlichste ist, dass der Park nicht abgerissen wurde, obwohl Disney bestimmt die dafür erforderlichen finanziellen Mittel aufgetrieben hätte. Stattdessen ist der Wasserpark in langsamer Zerstörung durch Zeit, Witterung und Abenteurer begriffen. Six Flags New Orleans. Habt ihr Zombieland gesehen? Der Freizeitpark Six Flags New Orleans wäre die perfekte Kulisse für die letzten Szenen aus dem Film. Der Grund dafür ist, dass er in der Stadt New Orleans liegt, die durch Hurricane Katrina verwüstet wurde. Er wurde im Jahr 2000 eröffnet und hat sich eine Zeit lang ziemlich erfolgreich entwickelt. Der Park wechselte mehrmals den Besitzer, bis das Jahr 2005 angebrochen und New Orleans vom bereits erwähnten Sturm heimgesucht worden ist. Nach einem Monat stand er komplett unter Wasser. 80% der Gebäude und Attraktionen wurden zerstört oder durch das Meereswasser beschädigt, und zwar irre.
irreparabel. Die einzige Attraktion, die dank ihrer Größe den Hurricane überstanden hat, ist eine Achterbahn namens Batmans Weg. Heute, 13 Jahre später, bietet das verlassene Parkgelände einen postapokalyptischen Anblick. Am Eingang wird man von einem abgebrochenen Clownskopf gruselig angelächelt. Der einst belebte und spaßige Ort verwandelt sich inzwischen in eine öde Müllkippe mit kaputten Karussells und verfallenen Gebäuden. Freizeitpark in Pripyat. Einer der bekanntesten Orte der ukrainischen Stadt Pripyat, die wegen der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl geräumt wurde, ist wohl dieser Vergnügungspark. Dort gibt es ein Riesenrad, Karussells, Autoscooter und kleine Boote. Selbstverständlich ist das Riesenrad die interessanteste Attraktion von allen, und zwar nicht nur deswegen, weil es von überall her zu sehen ist. Die Sache ist die, dass es niemals in Betrieb gesetzt wurde, abgesehen von den Testläufen. Seine Inbetriebnahme war für den 1. Mai 1986 geplant, doch 5 Tage zuvor ereignete sich im Atomkraftwerk von Tschernobyl der oben genannte katastrophale Unfall. Zurzeit beträgt die Strahlenbelastung an diesem Ort 80 bis 1000 Mikroröntgen pro Stunde. Das heißt, die Werte liegen um ein Hundertfaches über der Norm. Dies ist einer der am stärksten verseuchtesten Orte von Pripyat. Das Riesenrad verfällt langsam. Dasselbe gilt für die anderen Attraktionen, weil die Natur ihren Tribut fordert. Der Park ist mittlerweile mit Bäumen zugewachsen. Allerdings haben Besucher aus Polen 2017 es geschafft, die weltberühmte Attraktion mechanisch, also ohne Elektrizität, in Gang zu setzen. Das Riesenrad dürfte allerdings kaum eine komplette Umdrehung gemacht haben. Es wurde wahrscheinlich nur kurz in Bewegung gesetzt, aber man hat anhand von Aufnahmen aus verschiedenen Perspektiven einen erstaunlichen und zugleich etwas gruseligen Effekt erzeugt, als ob das Fahrgeschäft inmitten einer vollkommen ausgestorbenen Stadt wieder zum Leben erwacht wäre. Spreepark Berlin. Dieser Vergnügungspark wurde im Jahr 1969 in Ostberlin unter dem Namen Kulturpark Plänterwald eröffnet und war der einzige Freizeitpark der DDR. Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1991 ging er in private Hände über. Eine Weile später stellte es sich heraus, dass der Spreepark Berlin einen Schuldenberg in Millionenhöhe angehäuft hat. Der Besitzer hat es nicht geschafft, eine Einigung mit den Gläubigern zu erzielen, weshalb der Vergnügungspark 2001 für bankrott erklärt und 2002 endgültig geschlossen wurde. Ein Teil von Attraktionen wurde angeblich zur Reparatur ins Ausland geschickt, aber die meisten Karussells sind da geblieben. Mit der Zeit bildete sich auf den Zugwaggons, Karussells, Boxautos und dem Riesenrad eine Rostschicht. Die Eisenbahn ist mittlerweile mit Sträuchern und der Teich mit Grünalgen bedeckt. Die Achterbahnen sind teilweise zerstört und die Dinosaurier ausgestorben. Ihre lebensgroßen Plastiken, von denen viele umgekippt sind, liegen übers ganze Parkgelände verteilt. 2014 hat es im Berliner Spreepark einen großen Brand gegeben, der einige alte Gebäude vernichtet hat. Dort sind seit langem keine Musik und kein Lachen mehr zu hören. Das Riesenrad wird höchstens vom Wind in Bewegung gesetzt und vom gruseligen Gequietsche alter verrosteter Fahrgeschäfte bekommt man Gänsehaut. Dadi Park. Dieser Park, der im Zentrum des belgischen Städtchens Dadizel liegt, wurde in den 50er Jahren auf die Initiative eines Pastors namens Gaston Diver eröffnet. Nach und nach verwandelte sich ein kleiner Spielplatz für Touristen in einen separaten thematischen Park mit Wasserrutschen, einem Karussell und anderen Attraktionen, die für einen Vergnügungspark ein Muss sind. Trotz seiner günstigen Lage und niedrigen Preise musste der Dadi Park eines Tages dicht gemacht werden, und zwar wegen der Sicherheitsprobleme. Es kam hin und wieder zu Unfällen und einer davon war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. 2002 wurde der Dadi Park zuerst wegen Renovierungsarbeiten geschlossen und 10 Jahre später begann man mit den Abbruch- und Demontagearbeiten. Joyland. Der Freizeitpark Joyland war einst einer der größten Vergnügungsparks im US-Bundesstaat Kansas, was man sich inzwischen nur schwer vorstellen kann. Er wurde im Jahr 1949 eröffnet und bot seinen Gästen ununterbrochen innerhalb von 55 Jahren Unterhaltung, bis er im Jahr 2004 aus Wirtschaft- und Sicherheitsgründen geschlossen werden musste. Eine Besucherin ist nämlich vom Riesenrad heruntergefallen und hat schwere Verletzungen erlitten. Am Zenit seiner Popularität gab es im Joyland über 24 Attraktionen, darunter Achterbahnen, Minizüge und sogar ein Militärorchester. Aber all dieses geriet in Vergessenheit und gemalt momentan vor sich hin. 2006 wurden dort Renovierungsarbeiten durchgeführt, die darauf abgezielt haben, den Weg zu finden, den Park wieder zu eröffnen, aber die Sache ist im Sand verlaufen. Zurzeit sammeln die Betreiber von Joyland Spenden für seinen Wiederaufbau. Aber mal ehrlich, glaubt ihr angesichts des ganzen Elends, das hier herrscht, daran, dass der Betrieb in diesem Freizeitpark jemals wieder aufgenommen werden könnte? Georgia Lake.
Die Geschichte von Georgia Lake ähnelt denen der meisten verwahrlosten Vergnügungsparks. Er wurde im Jahr 1887 im US-Bundesstaat Ohio in einem am See Georgia gelegenen Erholungsgebiet eröffnet. Im Jahr 1889 wurden hierher die ersten Attraktionen gebaut und im Laufe der nächsten 100 Jahre hat er ständig den Besitzer und sogar den Namen gewechselt. Letzten Endes kam es zu finanziellen Schwierigkeiten und der Betrieb im Park wurde allmählich eingestellt. Das Ganze führte dazu, dass das Grundstück in Teilen versteigert wurde, von denen einige immer noch zum Kauf stehen. Dieser Tage erinnert dieser Freizeitpark, mit dem Menschen aus mehreren Generationen viele schöne Erinnerungen verbinden, eher an einen Drehort von The Walking Dead als an einen Vergnügungspark. Encore Garden. Vor dem Erdbeben im Jahr 1999 war der Encore Garden ein beliebter thematischer Park in der taiwanesischen Stadt Taichung. Neben einem Kinderspielplatz und eines Freilufttheaters gab es dort ein Kino mit Wasserleinwand und einen Tanzspringbrunnen. Es müssen ziemlich coole Attraktionen gewesen sein, die viele Touristen anlockten. Das Bild wurde auf eine Art Leinwand projiziert, die aus mithilfe einer Spritzrichtung erzeugten Wasserstrahls bestand. Doch viele dieser Objekte wurden durch das Erdbeben zerstört. Danach erlebte der Innentourismus auf Taiwan einen Aufschwung und es wurden immer mehr Freizeitparks gebaut. Letztendlich wurde der Encore Garden aus finanziellen Gründen geschlossen, aber weder das Grundstück noch die darauf bestehenden Objekte wurden verkauft. Die Attraktionen sind inzwischen mit mannshohem Gras bewachsen. Die Bauten sind von Lianen überwuchert. Einige britische Medien zählen den Encore Garden zu den 10 unheimlichsten Ruinen der Welt und da haben sie wohl recht. Psst, Leute! Lust auf neue Technologien und coole Gadgets? Seid ihr gedanklich schon in Zukunft? Steht ihr auf große Maschinen und könnt euch euer Leben ohne Roboter nicht vorstellen? Dann schaut auf TechZone vorbei. Dort findet ihr jede Menge davon. Der Link ist in der Beschreibung. Haben wir euer Interesse geweckt? Ausgezeichnet!